Löwen gegen Wölfe. Wer ist bissiger zum Rückrundenauftakt? Er zieht nach innen. Steckpass mit links. Schön gemacht auf Amiri. Der gibt den Ball in die Mitte. Jetzt schon wieder Amiri. Rechts raus auf Moussa Diaby. Das ist ein Duo dieser ersten Minuten. Pfosten! Kopfball Lucas Alario. Ich glaube, in den ersten 8 Minuten haben wir 3-4 sehr wirklich große Chancen gehabt. Und da muss man gegen eine Mannschaft, die sehr, sehr gut organisiert ist, muss man das Tor machen. Ja, war schwierig. Wolfsburg hat seine Sachen gut gemacht, Effektivität gezeigt durch den Tor, was uns gefällt hat in der Anfangsphase, wo wir dann uns das Spiel ein bisschen leichter machen könnten. Amiri auf Moussa Diaby, Flanke von der rechten Seite und da muss Castells die Fäuste hochreißen. Ich habe das hier schon fast befürchtet, ne? Als du da 3 Großchancen liegen liest, da dachte ich schon, da musst du schon auch eine von nutzen, dann gehst du hier in Führung, dann könntest du mal ein ganz anderes Spiel werden, ist aber nicht geworden. Stattdessen jetzt der Schuss von Wirtz, mal so ein bisschen aus, ja fast zweiter Reihe. Welchhorst, 25 Meter Torentfernung, Welchhorst mit dem Ball auf Gerhard, Tar geht dazwischen, zweiter Ball Steffen, Flanke, Kopfball, Tor, 0-1, Riedle, Baku. Ja, wir haben eigentlich die erste Welle schon oder erste Angriff geklärt, dann irgendwo zweite Ball haben die gewonnen und auf zweiten Pfosten dann ihre Mann gefunden und der Kopf dann reinhalten. Wenn man Tore analysiert, dann sind da immer Fehler dabei, weil sonst wird es auch kein Tor sein. Wenn jeder seine Arbeit, seine Aufgabe richtig macht, dann wird das meistens kein Tor sein. Also von daher haben wir natürlich auch einige Sachen nicht gut gemacht. So, jetzt ist Halbzeit. 1-0 für die Wolfsburger. Ja, und jetzt ist der Wechsel offiziell. Debüt für Foso Mensah. Ich glaube, der hat das ordentlich gemacht. Man darf noch nicht so viel davon fragen, weil der hat nur einige Male mit uns mittrainiert. In englischer Woche sind die Trainings natürlich auch anders. Also von daher glaube ich, dass er es ordentlich gemacht hat. Schlager auf Wout Weghorst und beinahe die Vorentscheidung, aber Lukas Radetzky mit einer klasse Parade. Dann sieht man hinteraus, dass das immer schwieriger und schwieriger wird. Das Spielfeld wird größer und dann haben wir auch weniger und weniger Torschancen rausgespielt. Die gleiche Meinung hätte ich von der Seitenlinie, dass wir nicht mehr der Kraft und der Frische hätten, es wirklich Wolfsburg noch schwierig zu machen. Oder ist Baumgartlinger ohne Kontakt umgeknickt? Er hält sich das Knie. Was Julian betrifft, habe ich auch Angst, dass das ein sehr schlimme Verletzung ist. Wir müssen abwarten, was der MRT sagt. Jetzt ist sogar Peter Boss auf dem Rasen. Wenn ein Spieler auf dem Platz, gleich wie Baumi das angegeben hat, deshalb habe ich auch geschreit, dass der Ball raus muss, obwohl wir Ballbesitz haben in diesem Moment. Ja, das ist meistens keine gute Zeichen. Gute Besserung auf jeden Fall an unseren österreichischen Mittelfeldstrategen. Hoffen wir, dass das nicht so schlimm ist. Die viele Verletzungen helfen natürlich nicht mit, weil da können wir ein bisschen weniger rotieren. Es sind auch alle langfristige Verletzungen, die wir da gehabt haben. Also von daher ist es gut, dass Charlie wieder zurück ist, Karim Bellerabi wieder zurück ist. Wir hoffen, dass Palla schnell dazukommt. Dann wird es uns ein bisschen Luft geben. Zweiter Ball Alario auf Leon Bailey. Der schießt den Wolfsburger an und den Graven, immerhin. Dann müssen wir halt Druck machen. Zweite Halbzeit, verteidigen ihn stark. Und ja, da hat ein bisschen Kombinationsspiel, ein bisschen Imagination gefehlt. Und ein bisschen zu wenig nach vorne heute. Ja. Und jetzt ist Feierabend. Das hat nur Sinn, auf die Tabelle zu schauen, wenn wir selber gewinnen, wenn wir selber Punkte holen. Wenn man verliert, bringt das alles nichts. Also von daher ist es wichtig, dass wir nur auf uns selber gucken. Was ich immer sage, und das werden wir weiterhin machen. 0-1 aus Sicht der Werkself gegen Wolfsburg. Werden wir sicher analysieren, da sind die Trainerstaff und die Spieler stark. Und weiter geht's am nächsten Samstag.